Verbraucht dieser Stab keine Ausdauer. Muss er trotzdem weg. The fuck hier. Krank. Was ist denn hier? Treffer. Das mit dem Wasser. Ich regeneriere auch so langsam Ausdauer. Nicht schön. Nicht schön, sag ich mal. Oh. Noch 2 Minuten, ich gehe irgendwelche Kellerräume hier rein. Hallo? Irgendwelche Fallen? Hirte des Donners, noch ein Stab. Okay. Deswegen ist man hier, ne? Wegen dem Stuff. Aber ist cool, ein bisschen Gesellschaft gegen sie passt. Ja. Ich hab gedacht, ich bin jetzt auch schon keine Gesellschaft leisten will. Dann erbarme ich mich halt mal. Komm, ich geh dahin. Das ist wild, wild, wild. Bist doch Tier 3, sag, musst du ja da sein. Ja, eben, ne? Ja. Tier 3 geht Snapchat. Hast du auch. Wo ich das nie installiert habe. So, da ist kein Nebel mehr. Raus da, hier oben ist doch kein Nebel mehr, oder? Ja. Passt. Ich habe noch ein paar Knochen gekauft. Ach, farm die halt einfach, Diggi. Jetzt weißt du ja wo. Das ist die Map. Ja, nächstes Mal. Du musst da nicht pinkeln, hä? War noch gar nicht pinkeln. 3:41. Erstmal war ich auch nur einmal AFK, als ich 8 Stunden hier lag, saß, 9 oder 9. Ist es vielleicht oben? Oh, Gegner? Ah da, hallo. Du scheiße Range, wie macht man sowas? Noch mehr diese Dinger muss ich mitnehmen. Miasma Holz habe ich jetzt auch nichts mehr, aber schaue ich dann. Kann ich auch vor der Tür ernten. Und man sagt ja mir, dass das Ziel ist höher, aber hier nicht, oder was? Ist dann bei diesem Spiel ein Ende in sich, wenn die Story durch ist, oder was? Und ich glaube, bei Alex ist sie ja nie durch. Musst du warten. Mit 60 FPS läuft es irgendwie besser, fühlt sich nicht, als würde das teilweise nachhängen. Und diese Drops? Also dieses... Bleibt es dann auf 60? Fühlt sich vielleicht so an, weil es... Warte mal hier, There's an engine limitation. Animation is 60 frames limited. Okay. Visual effects character mob animations is a more difficult problem to solve. However, is relatively minor and most players don't tend to notice it. Ja! X Konsolenspiele, weil sie 30 Frames gewohnt sind.
Meine? What many players are talking about is different and this is where I was mistaken. There has been an issue with the early access build where some times the entire game frame rate, cameras, movement, etc. can be limited to low FPS and this is not what I was referring to or is not is nor is it intended. Okay. Also das soll nicht so sein. Es liegt da nicht an dem 60 Frames. Okay. Here's my update statement on that. I have posted in our blah 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 channel Discord. Sometimes players can feel like their client is limited to significantly lower frames than it should be. Example camera movements feeling like there are 60 FPS even so the game is running 200. This issue is known by the team and we're actively investigating. This was not intentional. Okay. In the meantime, some players have reported that manually limiting the game client 60 FPS can actually make the client feel smoother if you are personally... Okay, okay. Das hast du ja gemacht. Verstehe, verstehe. Okay, ich befürchte, wenn ich das auch mache, dann kommt mir das Kotzen. Wegen Sickness. Autorennen mit 60? Haut hin, Shooter mit Maus, direkte Bewegung, ist ja noch langsamer. Willst du das auch so, dass das Movement später kommt, so die delayed? Wenn du die Maus bewegst, ist es halt nicht direkt, es ist so ein bisschen verzögert. Mhm. Das war bei Paul. Genau, das war bei Paul wird halt gar nicht, da war es ultra direkt. Ja. Eigentlich nicht. Es ist, läuft halt nicht so smooth, es läuft schlierend. Ja, so beim Bewegen, so. Es, die Maus ist flüssig, aber die Welt zieht hinterher. Also das ist so flüssig, aber die Welt... So hast du so erstmal so wie eine Schaukel kurz so zünden und wieder her musst, so hui. Es kann nicht sofort die Richtung ändern. Ja, das habe ich auch. Okay, okay. So, hui, so. Und da komme ich ein bisschen im Kopf nicht so klar. Also nicht, dass ich es so möchte, aber mein Gehirn versteht das nicht. Jetzt arbeite ich ja mit der Map heute. Genau, genau. Das, ich war, glaube ich, schon überall. Noch nicht gesehen, da gibt es Rätsel auf der Map. Ich habe noch keinen Brunnen. Läuft denn Valheim Performance technisch besser? Das geht, ne? Was haben die? Also inzwischen ja, inzwischen ja. Aber halt, am Anfang war es Valheim, war Valheim halt auch wild, ne? Was haben die für Engine? Auch eigene oder was? Frag mich doch nicht. Yo. Noch eine. Ich habe, glaube ich, vielleicht erst jetzt verstanden, da sind so Lichter wie bei Elden Ring, die dich so führen. So, wie nennt man das bei WoW? Dieser Wisp, wenn du tot bist, als Nachtelf bist du das, glaube ich. Ihr wisst, genau. Ja. So ein bisschen ist das hier, die führen dich so von einem Licht zum anderen Licht und machen sogar das Licht an. Genau, so ist das hier und es ist auch bei Elden Ring auch so, dass sich von einem zum nächsten Bonfire so komisch führt. Und manchmal ist das hier, habe ich gerade auch wieder gemerkt. Weil an der Wand war das Licht aus und auf einmal kam das so geflogen und dann war es an. Jetzt kommt er nicht mehr, das ist ganz dunkel. Ja klar, sicher. Wenn jetzt hier ein Spinnenboss kommt, ist es wild. Also jetzt kommt wieder, es fliegen diese. LOL, das Licht ging an. Das sind so Glühwürmchen halt dann, so Feuer.
Wow. Ah, dort ist böse. Eine Krypte aufmachen. Knochenblock. Ein Block aus blassen Rippen- und Schädelknochen. Ein Elfenbeinkleid schmückt Gräber und Tempel gleichermaßen. So, Rucksack voll. Ja, ein Tierfell braucht man nicht. Ah ja, apropos das Spiel und Looten. Was hältst du davon, Jero, dass man nichts hinlegen kann? Also man kann es nur löschen. Ach, ich war während der... Ach, das ist mein Endziel? Man kann halt nichts... Nichts hinlegen, nur löschen. Wenn man jetzt die Tasche voll hat und Lagerfeuer bauen möchte, muss man was löschen, damit man das Lagerfeuer bauen kann, platzieren kann. Ich schmeiß halt gern so Gegenstände hin. Und arbeite dann damit erstmal so. Schau halt dann. So. Okay, dieser Raum erinnert mich an Ding hier. Feste Draktaran oder so. Kommst du rein, da sind hier diese überall so Spinnen-Eier. Ist hier auch so. Hier vorne ist auch so eine Mauer aufgebrochen. Da ist auch so, sind auch so Spinneneier drin. Lul. Wusstest du gar nicht, aber zum Glück waren deine Taschen noch nicht voll. Also ich bin hier im Kreis gelatscht gerade. Okay, okay. Aber ich war eh nur wegen diesem Sarg hier da. Okay, passt. Aber auch nicht schlecht. Ich dachte, in dem Spiel muss ich mir selber was zu suchen finden. So wie in Ark dann irgendwann. Dass du halt dann, ja... Nichts mal, ja gut, Tiere zähmen, dies, das, vieles, sehr geil, aber irgendwann musst du trotzdem Aufgaben suchen. Aber hier hast du ja Quests. Obwohl, dann muss ich die Quest machen. Krypta der Bäuerin? Ich mach irgendeine Quest jetzt hier. Aber jetzt Tasche voll, mich nach Hause porten, bin so weit weg. Achso, kann man sich eigentlich nur nach Hause porten? Ne, hier ist auch schnelle Reise. Sehe ich gerade. Hochweidenwart ist auch schnelle Reise. Dann gehe ich nach Hause? Weiß ich gar nicht. Port mich dahin und kann ich dann da rein. Da ist gar nicht so weit weg. Hab einen blauen Bogen gefunden. Ja. Gibt komische Sachen. Ich habe den sogar kaputt gemacht. Weil der hier stärker war. Anscheinend ist die Stufe. Stufe war höher. Ich habe hier einen grünen. Also der macht. Der grüne macht wenig mehr Schaden als der blaue. Obwohl der blaue, glaube ich, höher ist. Also. Ich glaube, ist die Stufe dann wieder. Möchte mal zerlegen. Stufe 5. Der hier ist Stufe 4. 16, dann kann ich den ja nehmen und die anderen wieder aufrüsten. Zerlege ich. Ach, den kann ich nicht zerlegen, weil. Ich muss ich reparieren oder was? Ne, kann ich gar nicht. Weiß gar nicht warum. Hallo. Den kann ich aber ablegen. Achso, weil ich noch nicht... Ja, okay, jetzt kann ich ihn zerlegen. Dann nehme ich den als Magenstab. Jetzt ist der stärkste. Ich habe 17. Ich habe halt 4 Reihen Holz. Ich tue Salz jetzt hier in dieses... Durch das, wo ich das Gear habe, da rein. Rechte Maustaste ausrüsten. Ist Kraft denn zum Schlagen? Was sind denn die Stats? Attribute.
Stärke 1. Ich habe immer noch so ein Low-Schild. Achso, das ist nur über das Ding da. Boosts, erweiterte Mana-Punkte. Ach, ist jetzt egal. Hier weitermachen. Verbessern. Den hier. Oh, da kostet es jetzt schon so viel. Aber ich spiele den doch gar nicht. Crit, Crit, erhöht Crit-Schaden. Um 20 und nochmal. Crit auf Chance auf kritische Treffer und ich Crit nochmal 20. Spielt es ja gar nicht. Dann lasse ich ihn. Hey! Achso, Wasser habe ich keinen. Aber ich habe noch genug. Kann ich nur hier ausladen und vielleicht Pipi machen. Weil ich so viel wieder in der Tasche habe. Und ich wollte mir eigentlich die größeren Boxen machen. Da muss ich noch eine größere daneben machen. Und jetzt, wo ich gerade alles hier abgelegt habe, wieder. Stauraum. Garn und Äste. Du Garn direkt habe ich hier nicht, gell? Winzige Truhe auf 7. Kann ich in die andere reinstellen, aber ist ja doof mit zugreifen dann. Okay. Wird dann das kann man löschen. Das ist ein Steinwasserschild, geht's was Doofes. Ich würde dann kann ich alles nehmen? Alles ablegen, alles nehmen. F. Okay. Hier. Ja, der hat ja dann nur ab hier. Ich mache jetzt nicht alles da. Ich will ja meine Sachen behalten. Das will ich noch kochen. Das kann ich vielleicht drüben stacken. Ich kann hier nichts stacken. So, dann nehme ich die Kiste weg. Löschen. Ja, ich muss den echt löschen. Krass. Vielleicht kann, ich hoffe, ich kann die dazwischen stellen. Ja, das geht, das geht. Das ist nicht so schlimm hier. Jetzt habe ich eine falsche gebaut. Zweimal eine falsche gebaut. Nee. Ich habe zweimal die gleiche gebaut, hat sie kaputt gemacht. Oh Mann, ganze Mats. Fuck, zweimal die kleine gebaut, weil das hier oben ist, das zweite, ich dachte, das zweite ist höher als das erste. Oh Mann.
Wie dumm das gemacht ist. Also manchmal die Logik bei dem Spiel, Keksi. Wir haben so viele gespielt und das ist dann doch immer noch nicht so wieder anders hier. Oh mein Gott. Wie kann man nur so sehr vom Standard abweichen? Ja. Metallschrott, okay. Holz direkt, oder? So, jetzt kann ich die herstellen. Ich bin gewundert, warum es so einfach ist. Stauraum, das erste. Oh, es braucht 6 Nägel. Oh, passt. Lass man sich wieder umräumen. Weil es dann nirgends hin tun kann. Auf dem Boden, sondern muss es in die Tasche nehmen. So verrückt. F. Okay, jetzt nehme ich die. Kann ich sie jetzt nicht nehmen? Doch, aufnehmen. Die winzige und die ist eine kleine. So. Das ist dann eine kleine, das ist alles winzig vom Namen her. Okay. Habe ich. Kann ich hier die Sachen rein tun? Kleine. Ich muss mir das freilassen. Winzige. Winzige kann ich wegmachen. Ich habe noch eine kleine da. Na, nicht anwählen. So viel zum Nachhause gehen und kurz abladen. Nägel, Garn. Ich habe halt keine mehr jetzt zum Herstellen, oder? Ich würde die so lassen, weil ich... ist hier in der Kleidung drin. Wir sind 42 immer gefahren. Oh, so hoch? Mit roten oder was? Nee, nee, mit gelben. 0,3% Chance. Ui. Ach, du hast die Grünen auch alle gesammelt für die Punkte? Hm? Hast du die Grünen alle gesammelt für die Punkte? Nee, noch lange nicht. Da bin ich noch eine ganze Ecke weit von weg. Garn und Äste wieder. Mensch, ich will das auch spielen, wenn du das spielst. Sag doch was, soll ich umloggen? Nee, ich mach jetzt Feierabend. Zack, jetzt. Ich geb jetzt den Baumann noch Feierabend. Das ist frech.
Aber ich habe uns noch so einen großen Feuerspucker geholt. Das ist gut. Diesen roten, den ich da aus dem Ei hatte. Das war der 42er, den ich jetzt gerade noch gefangen habe. War da nicht, so viele Gegner ringsherum? Weil erstmal als wir da nee, war es eine ging. Katastrophe. Ja, das war so einer, der hat hier so einen armen Berg geschüttelt. Da war nur so ein Tobin, so ein Terra Robin. Ein Tobin. Der Terra Robin ist ein Tobin. Du redest so wie das Zeug, sag ich dir. Yes. Ach, der Zaubertrank. Ich starte hier in der Base vielleicht noch mal ein bisschen Zement. Kleine Truhe, winzige Truhe weg, kleine Truhe hinstellen dann. Morgen Abend bin ich auch auf unbestimmte Zeit ausgebucht. Da kann es sein, dass ich dann am späten Nachmittag Gesellschaft leiste. Wenn der Nachmittag noch nicht so weit vorangeschritten ist. Späten Nachmittag. Das Ding ist halt, das ist halt doof. Soll ich dann einen starten und das beenden und das andere Spiel? Da bin ich mir nie so sicher. Das ist mir nur Latte. Du kommst einfach hier mit und spielst Level 20 Quest hier, komm. Du kennst dich ja aus. Kein Problem. Ich hab voll die Ahnung. Ich mach dieses Wusch, Wusch und Piu Piu. Das ist gut. Das kriege ich jetzt noch. So, so. F. Kann ich das stapeln? Shift F. Okay, ist nichts mehr stapeln, passt dann. Stoffnetz, Stoffnetz. Hut, Stoffnetz, Stein, Erde, Feuerstein. Okay, Essen tue ich nicht da rein. Irgendein System brauche ich ja doch, wenn ich das hier alleine mache hier. Kann kein anderer sortieren oder das Haus weiterbauen. Scheiße, Mann. Das heißt, du musst mein Einlungshaus weiterbauen. So, Tränke. Tue ich halt auch mal extra. Tränke tue ich mit. Ja. Weiß ich nicht. Schon fast wieder vergessen, dass ich noch starten wollte, ne? Was wolltest du? Aufhören? Oder was meinst du? Was hast du vergessen? Dass ich Knochen starten wollte. Ach, wir haben nicht genug Pfeilsaft. Ja, boy. Nicht so schlimm, ich habe dafür Miasma-Sporen. Alles gut, easy. Das sind dann die Sachen von den Tieren mit Essen, oder? Honig, Fleisch, Wachs. Wachs ist von Tieren? Ne, von Bäumen, aber... Ist für mich halt Honig. Erde kommt ja hier hin. Ne, ich will das Bestand sortieren, alles ablegen. Stapel, Shift F, Shift. Achso, ablegen. Ja, ich hab's verkehrt rum gemacht. Tue ich Erze auch extra? Ich weiß nicht genau. Shift R. Genau das war das Shift R. Ja, ja, passt, passt. Ich das hier, das hier. Ich tu Essen und Elixier zusammen. Das kann man machen. Das will ich mir noch grillen.
Genau, Essen, Elixiere. Die Miasma-Scheiße würde ich hier tun, aber hier ist ja schon alles voll wieder. Mal kurz weg. Die ganzen Miasma-Sachen hier, die so seltsam sind. Mir ist der Baublock auch. Das ist Miasma-Stuff. Hier ist der Baublock. G. Miasma, 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 Miasma. Miasma. Von Tieren ist hier auch Tierfell, obwohl es beim Essen ist, aber ich mach's trotzdem rein. Tier, Knochen. Alles von Tieren hier, okay. Butterpilz Essen ist auch hier dabei. Das ist auch Tier. Habe ich ja hier schon drin Essen. Warte, dann habe ich wieder eine andere Logik hier. Hier ist ein Erze. Tue ich aber auch hier wachsen. Runen sind auch für Miasma. Miasma Scheiße. Warte. Das ist auch Miasma Scheiße hier. Das da. Das Fleisch. Schutt. Schutt sollte hier hinkommen. Das ist alles so Baumaterial. So Schutt, Salz. Ja. Honig ist Tier. Garn gehört aber auch nicht dazu. Glühwürmchen ist auch Tier. Feuerstein. Metallschrott passt hier auch hin. Nägel ist ja nichts. Das ist was Hergestelltes. Machen wir dann hier rein. Nägel. Ist auch hergestellt. Pflanzenfaser ist Rohmaterial. Shift R. Stapel, nein. Honig ist vom Tier. Das Essen. Glühwürmchen ist auch Tier. Das ist ja auch Buff. Hier ist einen grünen Lehrlingsstab, der besser als mein gecrafteter ist. Ich habe den hier seit Anfang an irgendwie, keine Ahnung. Ist der besser? Ich habe 17 Schaden und grün. Habe ich den gecraftet? Warte, rechte Maustaste. Nee, den habe ich nicht gecraftet, den habe ich gefunden. Den habe ich irgendwie gefunden. Okay, das ist ja auch mir erstmal Blödsinn hier. Deiner ist besser, meiner ist nur 14 Schaden. Ist ja krass, den habe ich seit Level 1 oder so habe ich den. Deswegen finde ich das Spiel irgendwie cool, weil der verbraucht halt nichts. Das ist mein Main DPSler. Finde ich halt krass. Da tue ich auch Holzfallen, tue ich auch Harzen, ist auch vom Baum hier, kann ich auch hintun. Dann sortieren. Das grill ich noch. Das ist ein Tränke hier. Ne, Tränke habe ich hier mit Essen, oder? Ja. Und hier ist das, was man gecraftet hat oder so, oder was man craften kann. Blume ist dann auch Essen in dem Fall. Holzpfeile. Und hier ist halt noch so Reste Sachen. Hier ist kein Platz, sondern... Hier ist noch Platz, ne? Okay, hier können wir so letzte Sachen rein tun. Die 20 Fackeln. Löschen wir die mal und nehmen eine neue. Wir haben ja noch andere. Ja, der Stab ist sehr geil. Verbraucht keine Ausdauer, verbraucht kein Mana. Keins von beiden und ist ja nicht toll. 11 Schaden. Kann ich die nicht einfach löschen? Ja, weg damit. Ich nehme einfach die Schrottdinger sind besser. Auch wenn ich nicht viele habe, egal. Holzpfeile. Nee. Weg damit.
Okay. Kann das Fleisch grillen hier? So das Stroh habe ich gar nicht in der Leiste. Tauschen wir mal kurz. Hier. Ach, du kämpfst ja ohne Ding, Keksi, ohne Attacken, muss ich einmal umschalten hier. Das kann nicht sein. Was Das ich geht hier ja von nicht. Attacken? Hier keine Angriffe hast du. Ach so, Du bist ja ja. quasi noch in den Standby-Settings vom Server. So, Yeah, so, ich bin so. auch in meinem Standby-Setting inzwischen. Ich habe dir neben das Bett noch eine Kiste gestellt. Hab noch ein paar Pokébälle in Auftrag gegeben. 310 Zement in Auftrag. Achso, einen Sattel kann ich auch noch Ich hinkriegen. hab schon Ding hergestellt, dieses Kabel und Polymer schon vorbereitet oder so. Ein paar Sachen schon vorbereitet. Ich kann aber nicht so viel bauen. Weiß nicht mehr was. Das ist halt so lange her schon. Irgendwas habe ich vorbereitet. Schutz gegen die Elemente zu errichten. Teer. So, automatisch sortiert. Passt. Ist wenn ich hier automatisch sortiere? Wie macht das mit der Rüstung? Okay. Ah ja, funktioniert ja. No battery ist immer gut. Ist immer gut hier. Oder ich sag schon mal Feierabend. Okay, dann passt es ja. Dann gehe ich hier schiffen. Ja, war cool. Schön, dass du mitgemacht Ja, hast. wir hören uns. Wieder schauen. Dann schönen Tag und viel Schlaf wünsche ich dir. Ja. Ruh dich in der Höhle, Schlaf hol dich viel. aus. Ja, Hol ich dich arbeite aus. dran. Dito, ne? Dito. Dankeschön. Ne, wird nicht passieren, aber danke. Lieber Ja, dir. Lieber dir. Dito. Genau, also dann. Mach das Wieder Beste schauen. draus. Ciao. Ja, ebenso. Ciao, ciao. Danke. Erstmal gescheit Brunnen zu gehen, aber in der Zeit die Uhr da lassen hier. So. Würdest du denn sagen, was ist denn dein Favorite hier? Palworld oder das Enshrouded hier? Bei mir ist es so, dass ich sage, das ist irgendwas ganz anderes. Kann man null vergleichen. Also schwierig, schwierig. Das eine ist halt quasi arg mit anderen Viechern. Und das ist halt. Fühlt sich an so einem Conan-Barbar-Zeitalter, was ich auch noch nicht gespielt habe. Kords Pipi. Ist das nicht auch nur einfach rumlaufen zu den Dungeons, die Bosse machen? Farmen, ein bisschen Quest oder was auch immer das ist. Die Tiere alle holen. Ich habe das jetzt noch nicht so als Grind empfunden. Vielleicht kommt es ja dann noch. Ich hab's noch einfach als ganz normal empfunden, halt so. Kannst du mal zocken, keine Ahnung. Pulse aufwerten von Sternen, das Grind. So habe ich ja noch auch noch nicht gemacht. Das, was ich gemacht habe, ist die Basis so weit wie möglich ausbauen, versuchen auf Level 50 dann zu kommen, die Techniken alle zu haben. Das habe ich ja noch lange alles nicht. Die Pulse alle zu haben, die Bosse zu machen und quasi zu zähmen die. Ja, die Dungeons ablaufen, ja, keine Ahnung. Also, ich hatte noch keinen so Grind, den Grind. Ist für mich vielleicht das gleiche immer wieder zu machen, was du eh machst, aber hat immer eine Aufgabe. Unbedingt, warte mal. Kochen? Achso, macht er nicht. Okay, ich dachte, ich kann das grillen, weil da steht. Grill hält's ja nicht so lang. Endless Grind, dann Pulse, den guten passiven Fähigkeiten. Ja, mit dem Breeden ist halt wie Ark. Im Breeden ist halt wie Ark, Männchen, Weibchen so zusammen, schaust dann, dass die besseren Werte auf das Baby gehen. Wenn nicht, dann musst du es neu machen, immer, immer wieder. Ist fast 1 zu 1 wie bei Ark.
Für einen heftigen Shot ist halt ein bisschen was farmen und nebenbei coole andere Elemente. Okay. Aber bin noch begeisterter von Palworld, aber anders. Keine Ahnung. Ich finde es gut. Also, dadurch, dass ich 3000 Arc-Stunden gespielt habe, davon 1000 Server und 2000 so gezockt, finde ich das mit den Tieren, erinnert mich komplett an Arc. Egal, ob es jetzt Pokémon sind oder nicht, oder was auch immer das sein soll, sind Tiere, die arbeiten mit mir, für mich und mit und um mich herum. Das finde ich halt, das hat mir diesen Kick wiedergegeben, den mir Arc 2015 gegeben hat. Und das finde ich halt toll. Mein Ziel auch damals, alle Tiere zu kriegen, jetzt ist es halt, alle Pals zu kriegen. Und dann hier arbeiten sie ja richtig mit. Bisschen nervt dieses Management, weil du tust sie halt irgendwo hinweisen und dann, also zuweisen. Und dann sind sie wieder da weg. Dann machen sie das nicht, das wird bestimmt noch gefixt einiges. Und das finde ich ja toll, mit den Tieren zu interagieren und mit denen zu spielen. Sei es fliegen, reiten oder einfach in der Basis für was aufziehen. Also mit dem Einstellen, dass man sie dann fest reintun kann, ist dann, wenn man sie drauf wirft, was aber nicht funktioniert auch, und dann tun sie oft die Bären. Also die zugewiesenen Aufgaben, die gehen nicht immer. Dann liegen die Bären da und sie werden nicht geholt. Dann sagst du dem, hey, kühl das, dann kühlt er nicht lange. Hey, mach dies, mach das, dann gehst du weg, kommst zurück, dann macht die alles nicht, musst du nochmal zuweisen. Und dann bleiben sie oft irgendwo hängen, dann musst du sie neu raus und reintun. Ich schätze, es wird alles schon gefixt, aber wenn es funktioniert, dass so das ganze Zahnrad sich richtig schön dreht, dann passt es soweit. Oh, was ich gerade gesehen habe. Man hat eine extra Leiste. Oh. Oha, man hat ein extra Spell. Hä? Warte mal. Ist beides 17 Kraft? Das wusste ich gar nicht. Mit Q, du musst die Leisten ja tauschen. Q hat man... Sehe ich gar nicht. Mit Q kann man extra die Waffe ansuchen, die man ausgerüstet hat. Ich dachte, sie kriegt nur die Werte davon. Nein, nein, extra Leiste, ja. Das habe ich ja eh. Aber du hast noch bei der Leiste 2 unten die Kuh. Du hast die Waffe, die du ausgerüstet hast. Und ich dachte, die Waffe, die du ausgerüstet hast, hast du nur ausgerüstet, um diesen Wert zu haben. Mehr Magie, mehr Int, mehr Kraft und sowas, weißt du? Aber in der Leiste 2 kannst du direkt, ohne die Waffe auszuwählen, anspannen. Und ich habe es ja nochmal extra in der Leiste, also spare ich mir so einen Platz. Nur ich muss alles tauschen, weil ich habe das irgendwie immer so. Und dann kann ich den Bogen... Naja, okay. Platz sparen, ich muss ihn ja trotzdem hier haben. Okay, dann nehme ich ja die Zweihandwaffe. Dann kann ich direkt mit Q anspannen. Muss sie nicht anwählen. Egal was du in der Hand, kann ich hier das Ding haben in der Hand? Ein Hand, zack. Anspannen trotzdem. Oh, so kannst du Range und Melee spielen gleichzeitig. Ich habe Dodge wie immer auf seitliches Mausding gestellt. Also habe ich es auf C gestellt. Weil bei Palworld habe ich es auch auf C. Da gehen die seitlichen Tasten der Maus nicht, also habe ich die seitliche Maustaste der Taste C zugewiesen. Und dann habe ich die Settings hier so gelassen.
Ja, ich hoffe mal, das, was du da schreibst mit dem Powerbuild, wird noch alles ein bisschen gefixt. Nur, es hat mir so richtig einen Kick gegeben, das Game wegen den Tieren und so. Habe ich nie wieder gehabt nach 2000, nach 2015 Arc. Also, krass. Und diesen Game? Wo ich wieder kaue. Wo ich sagen kann, ich höre auf, wenn ich keinen Bock habe. Weil es ist halt unendlich. Oha, dann kann ich jetzt direkt den Bogen nutzen, anstatt das andere. Okay, aber so hat jeder seinen Geschmack. Ich dachte nur, das gefällt dir sehr gut, weil du da so gesagt hast, du machst total süchtig. Und, war einfach gekaut. Auf die Lippe. Ich habe nun mal bei Spielen kaum so ein wirklich befriedigendes Gefühl oder so mehr. Gar kein Hype, kein Feeling, nichts mehr. Ich mach's dann einfach. Was einigermaßen okay ist und ablenkt und doch ein bisschen was gibt. Aber was weiß ich nicht. Sowas habe ich halt, was wie Paul wird angeht, alle 10 Jahre einmal oder so. Also ein Feeling, was es mir gibt, alle 10 Jahre. Das letzte Mal, als ich das Feeling hatte, war bei Ark. Davor bei WoW. Und davor bei Quake. Und davor bei Street Fighter. Das sind meine Sachen, die, oder glaube ich, Street Fighter ist nur wegen dem Boxen, weil mein Name aus Street Fighter entstanden ist, aber jetzt nicht, weil das so geil ist, also so ungefähr bei X-Wing halt. Street Fighter, X-Wing, Command & Conquer auch noch. Es ist halt dann so 15 Jahre, 2, 3 Spiele. Ist der 10-Jahres-Zyklus ein bisschen unterbrochen. Aber so ungefähr in jetzt 40 Jahren sind es jetzt 4, 5 Spiele. Je nachdem, wenn man sagt, man anfängt an zu spielen, sind es halt dann alles 8 bis 10 Jahre vielleicht. Und WoW hat mir lange Zeit viel, wirklich viel Kick gegeben und auch abgelenkt von vielen Sachen. Auch die Sucht hier und da, aber WoW gibt mir nichts mehr. Ich habe 15 Jahre durchgezockt, ich habe so viel gemacht mit Gilden, mit hier, mit allem, also. Und als ich zuletzt gespielt habe, so richtig vor einem Jahr, wo ich auch gejoint bin, wo ich auch geradet habe, auch im Plus so hochgemacht habe wie noch nie in alles. Kein Kick, kein Reiz, keine Befriedigung, kein Spaß, nichts. Ich habe es gemacht, weil ich es halt gewohnt war von früher und ge aber nichts hat mir null gegeben. Null. Gar nichts mehr. Also nix. Kein bisschen Adrenalin, vielleicht der Stress im Plus. Und du da einmal kurz blinzelst oder da irgendwie was machst, bist du ja tot. Und ich kann auch da nicht so entspannt hier kurz muten, wieder entmuten, husten, das ging ja auch nicht. Also, dieser Stress vielleicht, aber es ist ja dann nur Adrenalin. Und auch Raiden und so. Kein Kick mehr gegeben. Nix, gar nichts. Habe ich verloren bei dem Spiel, hatte ich. 14, 15, 16 Jahre, weiß nicht wie lange, mit Pausen. Aber immer nur mit Pausen so ein bisschen. 2 Monate bis vielleicht 4 halbes Jahr und dann nicht mehr, aber so Jahre Pause jetzt. Ist weg. Ist komplett weg. Und doch geben mir die Survival Games und das Racing irgendwie doch ein Gefühl, wo man so Lust hat, doch so kleine Kick. Aber nicht mehr so wie früher. Und
Racing ist halt so ein Ding. Dadurch muss ich halt eigentlich gesund sein und so ein Schmarrn, aber das geht ja nicht. So. Aber immer schon geliebt. Survival, MMO, Racing. Die drei Genres. Früher Point-and-Click-Adventure oder Echtzeitstrategie wie Dune 2, Command & Conquer, Fort Annihilation, Supreme Commander. Aber da nichts mehr kam mit der Zeit, bist du dann weg, kannst du ja auch nicht immer das gleiche Spiel zocken, was du nicht updatest. Was habe ich denn für Rüstung? Ich habe Kämpferhelm. Achso, ich habe aus Stahl habe ich. Ich habe aus Stahl von dem Schmied. War der erste, den ich befreit habe.